Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ja, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Leute, der 23. Spieltag steht an. Ich bin ein bisschen geregt. Meine Kieler spielen ja morgen gegen St. Pauli, Spitzenspiel der zweiten Liga. Aber welches Spiel noch sehr interessant ist, zwar nicht in der Tabellensituation, aber ich finde Magdeburg gegen Schalke 04, zwei Traditionsvereine, die eine krasse Fankultur haben, treffen aufeinander. Ich habe mega Lust. Das Hinspiel hat der Schalke in der Veltins-Arena mit 4:3 gewonnen. Alter, was war das ein Spiel? Ich ärgere mich, dass ich nicht am Start war. Magdeburg hat sogar 2:0 geführt nach den ersten 5 Minuten. Was ein Spiel. Dann kam die Aufruhr ja von Schalke 04. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Magdeburg ist immer eklig zu spielen. Gute Mannschaft, Fans sind krass. Ich blende euch mal hier ein paar Sachen von Magdeburg ein. Das wird laut jetzt, ich kenne das schon. Und ja, Magdeburg hat sich leider jetzt jemand auch im Training verletzt. Ich glaube, Texerera hat einen Bänderriss im Sprunggelenk. Ich weiß nicht, ob man den richtig ausspricht. Leute, Magdeburg, verzeiht mir doch. Ich bin auch ein Sympathisant. Manche von euch kennen mich wahrscheinlich schon, weil ich habe mal ein paar Stadionvlogs in Magdeburg gedreht. Ich würde auch gerne mal vorbeischauen bei euch. Ja, und wie gesagt, Schalke hat das letzte Spiel 1:0 gewonnen gegen Wiesbaden. Mehr Glück als Verstand durch einen Elfmeter von Kenan Karaman. Und ja, Magdeburg hat leider gegen Hertha 3:2 im Olympiastadion verloren. Zwar nicht schlecht, zwar nicht gut gespielt. Nicht mal, ja, aber trotzdem. Ja, leider ist noch jemand rot gesperrt für das Spiel gegen Schalke 04. Jean Hugonet, auch ein guter Spieler im Mittelfeld. Hat immer ein gutes Auge auch. Ich bin gespannt, was passiert. Mein Tipp ist, Magdeburg schlägt Schalke 2:1. Schreibt mir bitte euer Tipp in die Kommentare. Macht es gut und bis zum nächsten Video.